So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier, willkommen zurück zu Let's Play Elex zum westlichen Konverter. Mit Glück kriegen wir beide Konverter in dem Part kaputt. So, kann man einmal außen rum gehen, die ganzen Kampfmaschinen noch erledigen oder dabei krass verkacken. Das mache ich offscreen, also nur, dass ihr es gesehen, die sind richtig gut gesichert. Hier stehen überall Kampfmaschinen rum. So, zack. 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 So, der scheiß Koloss noch. Oh Gott, der fliegt. Au. Ich hasse es, wenn die Viecher fliegen. Oh ne. Oh. So, boah, ich stelle mich richtig dämlich an. Zack. So. Kampfkoloss zerstört. Zerstört. Oh, und da hat es noch eine Schneeklaue. Oh, sogar zwei. Zack. Zack. Und zack. Zack. Gut, gehen wir in den Konverter rein. Also die ganzen Alps da nebendran klatsche ich offscreen weg. Ah, da stehen noch mehr drin. Yay! Warum werdet ihr nicht umrahmt? Ist meine Brille kaputt? Oder zählen die Maschinen nicht als Lebewesen? So. Oh, die halten einiges aus. Beziehungsweise sind lästig zu besiegen, weil die blocken. Teilweise. So. Looten. Looten und Health Potions trinken. Das ist meine Devise. Und dann kriegen wir wieder richtig fett Erfahrungspunkte, wenn die Konverter abgeschaltet werden. Oh yeah. Ist hier eine Truhe? Nö. Hat er gerade durch die Wand geschossen? Alter, was ein Pisser. Oder ist da unten jemand? Nee. Komm, geh mal hoch. Wow. Er hat von oben geschossen, oder? Ah, da war eine Drohne. Oh, zwei auf einen Hieb. Sehr schön. Liegt hier noch was? Nö. Noch höher. Ach, jetzt werden sie angezeigt. Okay, auch da wird wieder fröhliches Empfangskomitee. So, der holt seinen Hammer raus. Der ist gefährlicher. Oh, scheiße. Jetzt hat er auch noch einen Hammer. Oh, nice. Die greift doch an. Bleibt im Aufzug stehen. So, oh, scheiße, Mann. Ich habe Angst, den Aufzug zu verlassen. Ach, nice. Was machen wir nur mit dir? So, Körperschild, Körperschild. Nice. Die will nicht. Nö, nö. Lass mal. Geh alleine. So, oh, die schießen. So, oh, die schießen durch. Die haben aber keinen Flammenwerfer, oder? Nasty? Die hat echt keinen Bock auf die Scheiße. Nö, nö, lass mal. Okay, die steckt im Aufzug fest. Nasty, ich hole nachher Hilfe, okay? Muss mich jetzt erstmal um anderweitige Probleme kümmern. Kleiner, größer, größer, kleiner. Oh, 4 und 5 passt. Okay, kleiner, größer. Geht doch. Easy. Easy peasy. Oh, Elex. La la la. Elex, Elex, Elex. Sehr nice. Okay, wir haben einen nächsten Half-Potion rein. Echsen und... Ach, da ist sie wieder. Nasty, hast du beruhigt? Swoop. Nimm mal den schnellen Ausstieg oder auch nicht. Nasty, die steht wieder nur da. Okay, die Drohne. Ein Cleanbot ist da noch. Warte mal, wenn hier die... Hey, hier gibt es keinen Oberkommander, der hier irgendwie aufpasst. Okay. Ey, Nasty hat anscheinend echt Angst vor... vorm Verlassen des Aufzugs. So, ja, Nasty, bewegst dich mal. Ach, ich soll mich bewegen. Ja, Nasty, das wäre ganz, ganz cool. Ich bin nicht gut genug. Aber wir sind nicht gut genug. Moment. Das machen wir durch einen kleinen Trick. Amulett des Schlösserknackens. Hehehe. Oh.
Das war wohl hart verkackt. Die 2, 3, scheiße. Die 2, da. Och nö. Okay, immer einzeln bis auf die letzten beiden. Geht doch. Einfach. 77 alte mit 10 Heiltränke. Oh Leute. Abzugsbefehl. Komm, schalt mal ab. Boah, fast 4000 Erfahrungspunkte, Leute. Geile Scheiße. Oh je. Oh, die Drohnen noch mitnehmen. Okay, Nasty will hier bleiben. Soll sie halt hier bleiben? Hat Wissenschaftler? Nein. Ich will das da. Alles klar. Das war es aber noch nicht ganz vom Konverter, weil oben hat sie immer die guten Schätze. Und keine weiteren Gegner. Keine weiteren Gegner? Kampfmusik ist da. Aber hier oben ist doch gar keiner mehr. Strange. Hm. Na, was soll's. Nasty soll da weiter versau. Ach, da kommt sie. Fliegt einmal durch die Wand. Kriegt's nicht hinten Aufzug zu verlassen, aber fliegt straight durch die Wand. Verdammt OP, diese Begleiter. Genau nach meinem Geschmack. So, ja, was soll ich da sagen, Mann? Hier liegt voll fett Elex. Zack, 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 zack. Und also noch drei kleine Tränkchen. Und eine Aufzeichnung. Projekt ES23 ist vorbereitet. Ihr verdammten Scheißkerle! Lasst mich los! Fixiert ihn. Er darf sich nicht bewegen, während wir die Maschine anschließen. Nein! Tu das nicht! Initialisiere Stufe 1. Nein, bitte nicht! So, und hier ist noch ganz cool auf den Plattformen. Liegen noch ein paar Alpzauber. Die lassen sich ja auch noch gut verscherbeln. Also holen wir uns die noch schnell. Und dann geht's weiter zum zweiten Konverter. Und dann nähern wir uns eigentlich schon dem Endgame. Ich wüsste jetzt nicht mehr so viel, was da kommen sollte. Also wird's Zeit, dass wir ganz viel Elex-Tränke zusammenstellen, mixen. Und noch Fähigkeiten lernen. So, gut, hier sind noch zwei Zauber. Keine 6, aber ist ja auch cool. So, Konverter Nummer 1 erledigt. Forschungsbericht, Optimierung, Steigerung 15%, voll cool. Alles klar, hat noch einen Bericht. Abzugsbefehl. Verpisst euch. Ah, okay. Die Aufzeichnung. So, Krieg der Maschinen, Konverter in Ost-Xarkor. Wie laufen wir da am besten? Eigentlich auch über den Teleporter. Ah, ob wir den so ganz in dem Part packen? Schwierig. Ich glaube nicht. Au. Arsch. Du Arsch. Ich muss mal kurz gucken. Haben wir irgendwelche Elex-Tränke? Bald Level 37. Oh boy. So, haben wir Elex-Tränke? Einen starken kann man ja so trinken, zwei normale. Schlucken wir auch kurz weg. Und sechs kleine. Die werden wir ja weiter verwerten. Warten wir noch ab. Ich will noch irgendeine coole Waffe. Sollten wir uns auch noch machen. Oh, hier ist eine Truhe noch. Das war wohl nichts. Nope. Die 4? Das war wohl nichts. Okay, nee. Dann erstmal die da hinten, die 3, die 2 und der eine. Aha. Zu einfach. So. Okay, einmal Drogen, 10 Zackensperre. Dafür, dass die so selten sind, sind die echt wenig wert. Okay, Jax fliegt einmal wie eine Behinderung.
die Ratten einmal ausnehmen. Oh, wir haben die neue Stufe erreicht. Cool. So, ich will auf jeden Fall Konstitution 65. Der Rest interessiert mich erstmal nicht. Eigentlich sollte unser Ziel sein, Konsti und Geschicklichkeit noch auf 70 zu bringen. Gerade, dass wir noch gut Waffen upgraden können. Oh, Drohnen. Zack. Dumm ist auch noch mal eine. Und da direkt vor uns, da liegt der Eispalast. Da können wir aber noch nicht lang, weil hier wird es eine elektrische Barriere geben. Leider. Da können wir noch nicht lang. Hier, Eisschnäbel gibt es hier. Ja, ganz cool. Ein Eismonster. Weißt du was? Das will ich herausfordern. So, einmal trinken. Speichern. Ein Eisgigant. Eins der stärksten Viecher im Game. Und wir. Oh. Schlagen. K.O. Okay, Erfahrungspunkte technisch gab der Zyklop mehr. Dann ist der wahrscheinlich doch stärker. So. Zack. Aber trotzdem, wir haben den besiegt. Ich bin happy. Und hier drin? Schlechter Zeitpunkt. Ah, nicht während du angegriffen wirst. Kacke. Eine Gabel liegt hier. So ein scheiß Überwachungsturm und da liegt eine Gabel. So, und wegen dir können wir die Truhe nicht öffnen. Du Arsch! So. Ich will doch die Schätze. Diese Bunker sprechen nur eine Sprache. Bunkerisch? Wer es nötig hat, sich darin zu verkriechen, drückt sich vor einem Kampf. Okay, jetzt wird's lustig. Ja, das war ja eine gammelige Truhe. Aber was soll's? Wir kommen dem zweiten Konvert. Oh nee. Oh nee, der hat nochmal so eine. Oh, scheiße. Da rechts ist ein Kampfmaschine. Ein Kampfkoloss. Ich verwechsel die immer. So. Oh! Voll unten drunter durchgerollt. Nein! Lieb nicht schon wieder. Das Fliegen ist so bescheuert. Ein Eischnabel. Wer liegt hier? Clemens! Wichtige Nachricht. Die Kälte bringt mich schleichend um. Es ist Clemens. Ich schaffe es nicht weiter. Und nicht zurück. 7, 3. Ich kann es nicht mehr vollbringen. Nimm mich in deine. 7392. Anscheinend war es ein Kleriker. Ich habe gerade nicht auf die Kleidung geachtet, aber ich weiß, mit Kanan und so. 7392. Aber für welchen Tresor? Ich weiß es nicht. I don't know. Das sind die Warte, hier war doch gerade eine Drohne. Und die tarnt sich in der Eiseskälte. Gewieft. Sehr, sehr, sehr gewieft. Hier liegt hier oben was? Nee. Komm, wir snippen den mal weg. Piu. 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 Irgendwas schießt mich gerade von der Seite an. Oh, Metallgitter. Ach, eine Drohne. Zack. Sehr entspannt. Hat er Elex? Ja, zwei reine Elex. Och, schön. Also die Kampfkolosse, die haben auch immer ganz gutes. Ganz gut ein, zwei Elex dabei. Liegt hier was? Ne, ist nur eine Aussichtsplattform. Bei dem ganzen Schnee sieht man doch überhaupt nichts. Alter, ist das weiß. Boah, ich trage die Brille zu lang. Meine Augen. Puh, ist die Gamer sich gar nicht gewohnt. So, auch hier außenrum sind wieder ganz viele Kampfmaschinen. Die werde ich offscreen irgendwann mal wegklatschen. Wenn ich Bock drauf habe. Wir fürs Let's Play brauchen aber hier eigentlich nur den Haupteingang. So, haben den vorletzten Teleporter aktiviert. Und dann würde ich sagen, Wachen am Eingang, die klatschen wir noch weg. Das Scheißvieh sucht Ärger.
Oder die klatscht uns weg. So, wechsel die Waffe. Oh, ich muss auch mal Holzpfeile noch kaufen. Oh, das mache ich jetzt schnell. E4300. Aha, neue Gegner. Die genauso viele Erfahrungspunkte. Genau dasselbe Kampfmuster haben wie die alten. Gut, dann würde ich sagen, hier geht's im nächsten Part weiter. Ich hole mir noch ein paar Pfeilchen für den Eigenbedarf. Und dann, ja, bis zum nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Henze Peter. Ciao.